Skorpion, Zeit für euer Reading. Ich habe beim Vorschaffeln von Fischer den Song Losing It gehört. Das hat er, glaube ich, auf Coachella das erste Mal gespielt, 2019 oder sowas. Könnte für euch ein wichtiges Jahr sein, könnte aber auch ein Mindset sein, weil als ich die Karten dann vorgeschaffelt habe, habe ich gesehen 7 der Kelche, 10 der Schwerter. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht jetzt nach dieser Vollmond- und Mondfinsternis-Energie seid ihr aus euren Delusions rausgekommen. Ja, vielleicht wart ihr vorher so ein bisschen verwirrt und habt nicht gewusst, okay, was ich denke, was ich fühle, ist das jetzt real oder bilde ich mir das ein? Die Energie war extrem. Ja, es kann also sein, dass einige von euch jetzt wieder ihre Nerven zusammenkriegen und wieder klarkommen. Ja, lasst uns gucken, was eure Fokuskarten sind. By the book. Ist die erste Karte raus, da geht's unter. Und Woman Holding a Heart. Okay. Und Building Block auf der Rückseite des Decks. Okay, also ganz klar hier, einmal ist euer Fokus bei den traditionellen Sachen zu bleiben, heißt also alles, was ihr kennt, Taktiken, Strategien, Dinge, von denen ihr wisst, dass sie funktionieren. Ja, es ist also nicht die Zeit, vielleicht auch so ein bisschen Eclipse-Energie. Ich habe da ganz klar gesagt, diejenigen, die gerne manifestieren und sowas alles, es ist nicht gerade die beste Zeit. Und vielleicht ist sogar diese Karte gefallen, das weiß ich nicht, aber genau das ist es, ja, sich an das zu halten, was man kennt. Nicht irgendwelche Sachen auszuprobieren. Und mit dieser Woman Holding a Heart Karte geht es ganz klar für einige von euch darum, euer Herz offen zu halten. Ja, auch wenn ihr in Vergangenheit enttäuscht worden seid in der Liebe oder vielleicht jetzt gerade in einer Situation steckt, wo ihr nicht wisst, ob links oder rechts, ganz klar ist für euch wichtig, euer Herz offen zu halten. Denn, ja, jemand, der liebt und nicht hingehen will und das zum Beispiel sagen möchte oder nicht sein Herz offenlegen möchte, aus Angst davor, zurückgewiesen zu werden, der liebt nicht mehr als sein Ego. Ja, deine Liebe geht nicht über dein Ego hinaus, weil du Angst hast. Also eine Zurückweisung von jemandem, wenn Gefühle nicht erwidert werden, geht gegen unser Ego. Und wenn man nicht bereit ist, quasi die Gefühle zu offenbaren, aus Angst davor, dass das Ego verletzt wird, dann ist deine Liebe nicht größer als dein Ego, ja. Und das ist ganz wichtig für einige hier, sein Herz offen zu halten und das vielleicht mal zu reflektieren. Ist deine Liebe tatsächlich größer als dein Ego, ja? Und wenn ihr jetzt sagt, oh nee, ist es nicht, dann vielleicht nochmal zu überlegen, was ist wirklich, was ist der Ursprung, was ist die Wurzel von dem Gefühl, was du denkst, was Liebe sei, ja, und wie. Hast du das in Vergangenheit gehandhabt und wie willst du es vielleicht in Zukunft handhaben? Ja? Auf der Rückseite des Decks haben wir die 8 der Münzen. Das geht hier so ein bisschen mit dieser Building Block Karte einher und dahinter sehe ich Hostilities. Das ist sehr interessant. Es kann also sehr gut sein, dass einige von euch daran arbeiten, Dinge, Glaubenssätze, Menschen, Situationen zu ersetzen, wo sie gemerkt haben, okay, das bringt mir einfach nichts mehr. Ja, vielleicht auch hier dieses Thema Liebe, dass ihr sagt, okay, was sind eigentlich meine Glaubenssätze? Woran glaube ich? Womit umgebe ich mich? Etc. Dass ihr da in die Arbeit geht. 7 der Münzen, einige von euch arbeiten an etwas oder würden gerne an etwas arbeiten, wo sie in der Vergangenheit schon mal ein Fundament für gelegt haben, und wissen vielleicht aber nicht so ganz genau, ob das hier, ja, tatsächlich, ihr seht den Teufel, ob es ego-basiert ist oder ob es wirklich reinen Herzens ist oder ihr wisst nicht, ob es von eurer Person reinen Herzens ist oder ein Ego-Ding. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall arbeiten einige hier an irgendwas. Lasst uns mal gucken, was die Karten sagen. Für Team Skorpion. 10 der Kelche, Bube der Münzen und König der Kelche. Das ist eure Energie mit der Königin der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Also ganz klar, 10 der Kelche, gemeinsame Fülle, Bube der Münzen und der König der Kelche. Ihr seht in dem Deck. Also beobachtet der Bube der Münzen seine Münze. Ja, der begutachtet die. Der ist in einer sehr. Also, ne, die Körperposition ist sehr, ja, ich sag mal, in sich. Vielleicht sogar für einige von euch ein bisschen ängstlich oder nachdenklich, ja. Und der Bube der Münzen ist aber genau derjenige, der das Fundament legt, ja. Das Fundament für den Ritter der Münzen und den König der Münzen. Heißt also, einige hier überlegen vielleicht genau das. Soll ich mit dem König der Kelche, soll ich meine Gefühle offenbaren? Soll ich das Risiko wagen, ja oder nein? Oder vielleicht überlegt ihr auch, fühle ich überhaupt genug, um ein Fundament zu legen? Oder wenn schon mal ein Fundament gelegt worden ist in Vergangenheit mit den 7 der Münzen, ja, dann ist vielleicht irgendwas passiert oder ihr
Überlegt einfach nochmal, ihr reflektiert einfach nochmal, was auch richtig ist. Ich sage immer wieder, Distanz auch zu seinem Partner oder zu der Person zu haben, an der man Interesse hat, immer wieder eine Distanz zu kreieren, ist gesund, weil nur in der Distanz kann man wirklich auch rational überlegen, halt, stopp, was machen wir hier eigentlich, wohin geht das, was fühle ich in der Situation, wie fühle ich mich behandelt, etc. Das funktioniert nicht, wenn man immer so aufeinander klebt, ja. Königin der Stäbe auf der, mit dem König der Stäbe auf der Rückseite des Decks. Das ist ein True Match. Es kann also sein, dass einige von euch hier wirklich überlegen, ist die Person meine Person, oder ist das jemand, ja, den ich als meine Person, haben möchte? Vielleicht überlegen einige von euch, ob ihr auf dem gleichen Nenner seid, was verschiedene Dinge betrifft. Lasst uns mal gucken. Die 10 der Kelche. Page der Schwerter, ganz klar. Und 2 der Stäbe. Jemand hier überlegt, ja, wie ich gerade gesagt habe, überlegt, geht in sich, versucht vielleicht auch noch einige Dinge über die Person rauszufinden, ob das jetzt hintenrum ist, via Stalking oder andere Leute zu befragen oder in einem Gruppensetting die Person zu beobachten. Das kann es auch sein, ne? Wie verhält sich die Person mir gegenüber vor anderen? Ja, es ist ja auch ganz oft so, dass wenn etwas noch nicht so ganz offiziell ist, dass man dann außen so tut, als wäre da nichts. Ja, und vielleicht seid ihr an einem Punkt angekommen, wo ihr sagt, das läuft jetzt aber schon lange genug, wir können das jetzt mal eigentlich offiziell machen oder irgendwie so. Aber einige von euch sind hier, sage ich mal, in so einem Studentenmodus, ja, in einem Recherchemodus, ein bisschen FBI-Vibes, um zu gucken, in welche Richtung geht das oder was ist da Sache? 2 der Stäbe ist, ja, 4 der Münzen. Hier wird noch eine Entscheidung. Einige von euch haben sich noch nicht entschieden, wie sie in Zukunft mit der Sache umgehen wollen. Einige von euch wiederum haben entschieden, dass sie an dieser Sache festhalten möchten. Page der Münzen erklärt mit Ritter der Stäbe. Einige von euch, und der 3 der Kelche auf der Rückseite des Decks. Einige von euch haben mehr Optionen als diese eine. Oder haben vielleicht auch jemand Neues. Ja, es kann sehr gut sein, dass ihr mit der Person hier schon eine ganze Weile seid. Da ist aber nicht wirklich was Festes. Und ihr habt noch andere Interessenten und überlegt halt ganz klar, soll ich in die Richtung gehen mit der Person, mit der ich gerade schon am Start bin, oder gebe ich anderen Menschen hier noch eine Chance? Ja, also ihr guckt wirklich hier auch in die Zukunft. Ich sehe die Königin der Schwerter. 3 der Stäbe, 3 der Münzen. Jemand hier guckt in die Zukunft und möchte eine klare Entscheidung treffen, weil das, was die Person in Zukunft möchte, ist ganz klar eine ernsthafte Beziehung mit dem Hierophant hier. Ja, also ich sehe hier nicht irgendwie, dass jemand hier Interesse an Friends with Benefits hat. Wer auch immer diese Entscheidung hier trifft, ist die Person, die gerne in Zukunft etwas Ernsthaftes haben möchte. Und das führt mich auch wieder zu dieser Beide-Book-Karte zurück. Ja, weil ganz oft sage ich das frauenspezifisch, wenn ihr etwas Ernstes wollt, ist es auch das, was ihr verfolgen müsst in eurer Männerwahl, in eurem Kennenlernprozess, ja, wie ihr in den Situationen mit der Person Leute, in den Situationen mit der Person umgeht. Ich wollte erst den Satz zu Ende sprechen. Karte Nummer 11, Karte Nummer 44. Ja, ergibt zusammen 55, reduziert sich auf 1, also beziehungsweise erstmal auf 10 und dann auf 1, heißt ein Neubeginn. Jemand hier möchte einen Zyklus abschließen und einen neuen Beginn. Ja, und hier überlegt jemand ganz klar, was Sache ist. Interessant. König der Kelche. Neun der Kelche, mit 9 der Kelche und dem Herrscher erklärt. Das ist eine schöne Energie, Skorpione. Das ist richtig eine Ration, das ist eine Energie, die in Balance ist. Ja, das ist Gefühl, aber gleichzeitig auch rationales Denken. Ja, das ist genau das, was ich immer auch allen sage. Lasst euch nicht von dieser rosaroten Brille so elendig um den Finger wickeln, weil die wird man nicht für immer aufhaben, beziehungsweise es ist eh nur ein Schleier. Ja, vielleicht für einige, ja, das war ja auch Thema im Vollmond-Reading, dass eine Illusion oder eine Vision quasi vom Mond beleuchtet wird und dass man Klarheit bekommt. Ich hatte gesagt, die Leute, die eine Vision haben und nicht so ganz genau wissen, jetzt gerade, die werden Klarheit bekommen. Und das könnte hier so ein bisschen diese Energie sein. Ja, König der Kelche erklärt mit 9 der Kelche, was sagt uns das? Der König hat ein Kelch in der Hand hier und hier sind schon 9 Kelche. Der Kelch vom König plus die 9 Kelche ergibt hier diese 10 der Kelche. Jemand hier macht also wirklich
einen Rundumschlag bezogen auf seine eigenen Gefühle guckt, was fühle ich, bringt mir das was in meiner eigenen Fülle, also gibt diese Person mir zusätzlich zu meiner eigenen Fülle dazu, oder bin ich hier mit jemandem am Start, wo ich kippen und kippen und kippen kann ins Glas und das wird einfach nur verlaufen, weil es ist ein Glas ohne Boden oder ein Fass ohne Boden. Ja, der Herrscher, 6 der Münzen, 8 der Schwerter, 4 der Schwerter und dahinter die 6 der Stäbe. Einige von euch könnten sehr, ich sag mal, wirklich besessen sein von dem Gedanken, dass da gegebenenfalls noch irgendjemand anders mit im Boot sein könnte. Ehrlich gesagt sehe ich das hier nicht, beziehungsweise es kann auch eure Person sein, die vielleicht weiß, dass ihr Optionen habt und dass die Person davon sehr besessen ist, ja, vielleicht sogar ein bisschen in Richtung Eifersucht. Nicht zwingend gelebte Eifersucht, aber das ist jemand, der ja die Eifersucht nach innen auslebt, ja, der also nach innen viel Eifersucht empfindet, das aber im Außen nicht zeigt. Es kann sehr gut sein, dass ihr, ja, weiß ich nicht, sehr attraktiv seid oder im Außen immer bejubelt werdet, ja, was weiß ich, das könnten allein schon eure Kommentare sein, wenn ihr von mir aus ein Bild postet auf Instagram oder ihr macht auch irgendwas auf Social Media oder ihr habt einen Job, wo ihr jeden Tag von vielen Menschen gesehen werdet und ihr bekommt da viele Komplimente, vielleicht bekommt die Person das auch in irgendeiner Form mit und das könnte hier so ein bisschen Eifersucht kreieren. Oder ihr seid eben diejenigen, die überlegen, ah, ist da vielleicht noch jemand mit am Start oder nicht. Also hier, ne, auf der Rückseite des Decks sehe ich das als Überlegung und in dem Blatt selber sehe ich hier keine dritte Person. Ich sehe, dass jemand Optionen hat, aber ich sehe nicht, dass jemand aktiv dabei ist, diese Optionen auch irgendwie zu, ja, sich mit denen zu vergnügen oder die zu beglücken, in welcher Form auch immer, sondern ich sehe hier, dass jemand hier klar entscheiden möchte, rational und in emotionaler Balance, ist das gut für mich, ja oder nein? Okay, und ich liebe das, Chefskiss, wer auch immer das hier so macht, das ist absolut gesund, es ist mit Blick auf die Zukunft, Chefskiss, so nicht anders, okay, Freunde, ich lasse euer Reading hier. Wie immer, liked, abonniert, teilt, kommentiert. In der Infobox findet ihr alles, was ihr braucht. Wenn ihr ein persönliches Reading bei mir haben möchtet, mir auf Instagram folgen möchtet oder dem Conscious Club folgen möchtet bzw. beitreten möchtet, da habe ich gestern passend zur Widdersaison ein Video gemacht. Damit wir die Finger von Losern lassen in Zukunft, okay? Also, wie immer, sehen wir uns, wenn wir uns sehen. Bye, bye.